Jetzt mal ernsthaft. Findet ihr wirklich, dass ich aussehe wie Pettersson aus Pettersson und Findus? Servus oder so und willkommen zurück zur Duisburg-Karriere. Es wird direkt dramatisch mit dem Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Augsburg. Und ich werde das natürlich selbst spielen. Ihr habt so entschieden. Das andere Duell dann werde ich mir selbst aussuchen. Habe ich bis jetzt noch nicht getan. Aber ich habe schon was im Kopf. Aber darüber reden wir später. Jetzt gibt es erstmal ein Pokal-Viertelfinale zu gewinnen. Wir haben die Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Ihr seht aber schon mal, unser Kapitän, der war etwas ungewohnt, denn ich war dazu gezwungen, absolut heftigst zu rotieren. An der Stelle kann ich mich mal wieder ganz kurz bedanken für euren heftigen Support. Über 11.000 Daumen haben wir wieder geschafft bei der letzten Folge. Lasst heute auch gerne wieder einen Daumen da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ihr seht die Mannschaft unseres Gegners. Ja, und jetzt zu unserer. Das ist fast die komplette B11. Und zum Glück haben wir da immer wieder ganz gute Leute verpflichtet. Denn dadurch bringt auch unsere B11 ganz gute Qualität mit. Die erste Chance gehört aber Augsburg. Das war Jean-Kevin Augustin, der da Van Drongelen, den heutigen Kapitän, komplett alt aussehen lässt. Zum Glück ist Pokaltorhüter Muric zur Stelle. Komm, jetzt sind wir dran. Konter über Jessic Nankam. Minossi kommt mit. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist Minossi. Wir spielen die Überzahlsituation perfekt aus. Und das ist die Führung in der 20. Minute durch den Argentinier. Der bis hierhin, so ehrlich muss man sein, keine große Rolle spielt in unserem Kader. Aber hier ist er zur Stelle, wenn man ihn braucht. Und genau das haben wir uns ja von seiner Verpflichtung versprochen. Man muss bis hierhin eindeutig von einer glücklichen Führung sprechen. Hau den bloß weg, Kamara. Da ist schon wieder Minossi, der bremst ab. Hat jetzt einiges an Platz. Minossi versucht den Kunstschuss. Es geht hier hin und her. Eckball zu Chris Richards. Und jetzt gibt's Elfmeter. Scheinbar hat Richter den mit der Hand abgewehrt. Wir schauen's uns nochmal an. Richards mit dem Kopfball. Und das Handspiel kann man auch wirklich geben. Also ich meine, der bewegt die Hand zum Ball hin. Ich denke, das würde in der Realität auch gepfiffen werden. Wobei, mit Videobeweis weiß man ja nie. Aber das ist hier in FIFA noch kein Thema. Jetzt kommt Jessic Nankam, verlädt den Keeper. Und er zieht das ganz, ganz wichtige 2:0. Genau so haben wir uns das doch vorgestellt. Dass wir mit einem entspannten 2:0 aus der Pause rauskommen. Wenn wir da jetzt noch einen draufgelegt bekommen, dann sollte das eigentlich entschieden sein. Immer wieder diese Kopfbälle von Chris Richards. Wir wechseln aus und es ist direkt ein Dreifachwechsel in der 63. Minute. Alles aus der Startelf, aus der ursprünglichen Startelf, was noch übrig geblieben ist, also aus der A11 meine ich, ist jetzt rausgegangen, weil die alle komplett fertig sind. Unter anderem war da jetzt natürlich Chris Richards dabei. Das heißt, so nicht viel Gefahr können wir bei Ecken nicht mehr ausstrahlen. Okereke hier ist auch neu im Spiel. Zieht rein in den 16er, immer noch Okereke. Okereke gegen alle 3:0. Wunderschönes Tor vom eingewechselten Okereke. Der geht da einfach komplett durch. Keiner greift ihn so richtig an. Um 29er kommt da auch noch vorbei. Da ist er schon wieder, setzt sich irgendwie durch. Okereke auf Schaub, 4:0. Am Ende wurde das hier noch zu einer richtigen Machtdemonstration. Souveräner kannst du fast nicht im Pokal-Halbfinale einziehen. Und ich bin schon sehr gespannt, auf wen wir da dann treffen. Vermutlich ein Gegner, für den wir die A11 benötigen, wo ich nicht einfach nur überall die zweitbesten Leute aufstellen kann. Das Gute daran, dass ich das getan habe, ist jetzt natürlich, dass für die Partie in Gladbach fast alle komplett fit sind. Und Kamara meldet sich. Er sagt, er ist sehr gut drauf, würde gerne spielen. Ich sage ihm jetzt, dass vor uns wichtigere Spiele liegen. Einfach, weil seine Fitness halt noch nicht wieder bei 100% angekommen ist. Aber ihr habt auch gesagt, ich soll ihn öfter als Dorsch einsetzen. Das heißt, Kamara kehrt nach dieser Partie gleich wieder in die Top-11 zurück. Gegen Gladbach lasse ich aber noch Dorsch von Beginn an ran. Und das war keine schlechte Entscheidung. Wir gewinnen mit 1:0. Ausgerechnet unser Linksverteidiger schießt das entscheidende Tor. In der Tabelle sind wir dadurch jetzt Fünfter. Wir halten auf alle Fälle Anschluss zu den europäischen Plätzen. Mal wieder ein Leihangebot für Daniel Michaels erreicht uns. Dann spielen wir auch schon gegen Leipzig. Auch das Spiel werde ich schnell simulieren. Und dieses Mal sind wir diejenigen, die 1:0 verlieren. Also man merkt, wir sind definitiv noch nicht an der Spitze der Bundesliga angekommen. Aber gut, das zeigt die Tabelle ja auch. Gegen so Teams wie Leipzig, Bayern und Co. haben wir immer wieder unsere Probleme. Ihr habt gerade gesehen, dass ich so einen Spieler gescoutet habe. Das war einer von diesen Linksverteidiger-Regens. Hier der Oliveira Silva, Teixeira Lima ist auch noch dran aktuell. Dann kann ich euch die neuen Transfervorschläge auch zeigen. Dann haben wir Bartosz Bielik.
Bialek und Yavi verscheren. Nur haben wir aktuell natürlich kein Geld für sowas. Und wir werden es auch nicht durch einen Verkauf von Richards einnehmen. Denn ihr sagt tatsächlich, ich soll den einfach gar nicht verkaufen. Ich soll den komplett hier behalten. Der ist viel zu gut, um ihn abzugeben. Und dann halte ich mich da natürlich dran. Bei Tavares stelle ich noch schnell unsichtbarer Stürmer als Entwicklungsplan ein. Und dann treffen wir auch schon auf den Tabellenletzten Darmstadt. Das müssen wir einfach gewinnen. Da gibt es keine Ausreden. Komm, Jungs, wir holen das Ding 4:0. Eine eindeutige Geschichte. Weigel trifft zweimal. Ist damit immerhin unser fünftbester Torschütze. Und davor kommen einfach Schuster und Biol. Das ist echt ganz seltsam hier. Und man muss ehrlich sein, Tavares ist jetzt nicht der Torgefährlichste. Aber wir haben ja nicht umsonst gerade den einen Entwicklungsplan eingestellt. Der andere Linksverteidiger ist jetzt auch fertig gescoutet. Michaels ist tatsächlich ausgeliehen. Es hat endlich mal geklappt. Als nächstes treffen wir auf die Hertha aus Berlin. Ich habe kurz überlegt, ob ich das nicht selbst zocken soll. Aber gegen die haben wir in dieser Saison ja schon selbst gespielt. Und deswegen wird das mal wieder schnell simuliert. Und die schlagen uns einfach mit 3:1. Was ist denn los? Dadurch rutschen wir in der Tabelle ab auf den 6. Tabellenplatz. Ich will unbedingt nach Europa. So viele Ausrutscher dürfen wir uns da nicht mehr erlauben. Scouting-Bericht aus Belgien. Der hier sieht ganz in Ordnung aus. Endlich mal zumindest ein Talent gefunden. Kamara bedankt sich für die vielen Einsätze. Wunderbar. Und hoffentlich beschwert sich Dorstan jetzt gleich nicht wieder. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mir was überlegt habe zwecks dem zweiten selbstgezockten Spiel für heute. Ich habe mir den 1. FC Köln rausgesucht. Das ist ein Verein, gegen den ich wahrscheinlich niemals selbst zocken würde, wenn ich es mir nicht eben ab und zu auch mal selbst raussuchen würde. Also ich denke, das ist schon eine ganz gute Änderung so. Köln ist aktuell 13. Dieses Mal kann ich zum größten Teil mit der A11 antreten. Ich denke mal, bei Köln ist das nicht anders. Die haben schon eine sehr interessante Mannschaft. Mal schauen, wie wir uns gegen die anstellen. Oft ist es in FIFA ja gar nicht mal unbedingt einfacher gegen die schlechteren Vereine. Ja, ich hätte nichts sagen sollen. Kaum fange ich damit an, schon treffen die. Noch dazu das erste Saisontor überhaupt für Sanabria. Und das macht er ausgerechnet gegen uns. Wir tun es bis hierhin richtig schwer, uns selbst Chancen rauszuspielen. Aber wir brauchen nicht viele, denn wir haben Chessing Non-Com. Die perfekte Antwort in der 24. Minute. Habe ich einfach mal wie so oft den Chessing Stall geschickt. Schuster zu eng gehen. Im Rückraum steht jemand frei. Das ist Tomorisch. Und der dreht diese Partie hier. 2 Tore in 5 Minuten. So kann es weitergehen. Wenn der reingegangen wäre, Mann. Ich versuche mittlerweile schon auch hier und da mal einen Distanzschuss. Ganz einfach, weil unsere Spieler jetzt die Werte dafür haben. Anders kannst du es in FIFA 21 ja leider komplett vergessen, dass da mal einer reingeht. Ey, wie oft sollen jetzt noch Kopfbälle von Chris Richards von der Linie geklärt werden? Kurz nach der Aktion wechseln wir jetzt auch doppelt aus. Schaub und Menossi kommen rein. Es ist echt krass, wie viele Minuten der gute Schaub hier doch erhält. Damit hatte, denke ich mal, keiner so richtig gerechnet. Wir sind mittlerweile in der 82. Spielminute. Also es ist die entscheidende Phase. Vielleicht nochmal ein Kopfball von Chris Richards. Nein, Schuster geht zum Ball. Wir führen halt leider nur mit einem Tor Vorsprung. Also es könnte nochmal richtig eng werden. Der letzte Angriff läuft. Wir sind in der Nachspielzeit. Köln kommt nochmal. Köln immer noch in Ballbesitz. Wir sind eigentlich schon drüber, was die Zeit angeht. Nochmal eine Flanke. Dumitru hat ihn und dann pfeift der Schiri ab. Aber ganz ehrlich, Köln müssen wir halt auch einfach bezwingen, wenn wir nach Europa wollen. Sie konnten den Sieg heute schon vor der Pause klar machen. Sind sie zufrieden mit dem Spielgeschehen im zweiten Durchgang? Ich weiß nicht, was der jetzt will, aber schlussendlich waren wir einfach das bessere Team. Der nächste Sieg hat Köln ihrer Meinung nach gut gespielt. Ich würde sagen, das war eigentlich schon eine super Leistung von denen. Die haben es bis zum Ende spannend gehalten. War der Sieg je gefährdet? Ja, ganz ehrlich, ich hatte schon Zweifel. Also gerade jetzt zum Ende hin, alles andere wäre doch einfach gelogen. Uff, und jetzt treffen wir auf den ersten, den FC Bayern. In der Abstimmung haben die den zweiten Platz belegt. Unsere A11 ist fit genug, um die auflaufen zu lassen, würde ich behaupten. Also da sind jetzt nicht alle bei 100%, aber es sollte ausreichen. Ihr seht, das wird normal simuliert. Gegen Ende werde ich also vermutlich noch eingreifen, außer die schießen uns vorher schon komplett weg. Es geht auf alle Fälle schon mal nicht gut los. 25. Minute und wir sind in Rückstand. Aber komm, ein Tor sollten wir doch easy aufholen können und da ist es! Tavares mit dem Ausgleich. Wir wollen der Welt hier zeigen, dass wir mittlerweile auf Augenhöhe sind mit Vereinen wie dem FC Bayern. Und zur Pause steht es unentschieden. Das darf gerne bis zum Ende so bleiben. Bleibt's aber nicht. Kudus trifft in der 66. Ich hatte gerade überlegt, ob ich nicht eingreifen soll. Aber dann tue ich das halt jetzt und versuche da mal mindestens einen Punkt draus zu machen. Das sollte ich doch hinbekommen, dachte ich zumindest. Die schießen sogar noch das 3:1. Ich schalte um auf sehr offensiv und wechsle sogar zu einer 4-4-2-Aufstellung. Also ich weiß, das sieht gerade noch nicht so aus, aber ich habe das gerade gemacht, damit ich dann Okereke einwechseln kann. Da haben wir den Wechsel, nur ist es halt jetzt schon ziemlich spät.
spät, 87. Minute. Es ist nicht ziemlich wahrscheinlich, dass ich das noch auf die Reihe bekomme. Stattdessen treffen die sogar nochmal. Es ist ja nicht so, als wären wir jetzt schon in der 5. Minute in der Nachspielzeit und eigentlich waren nur 2 angezeigt oder waren es 3. Keine Ahnung, wie kann der da bitte reingehen? Coman aus einem unmöglichen Winkel. Und direkt nach dem Anstoß pfeift der Schiri natürlich ab. 4:1 verlieren wir noch. Und ich wollte zeigen, dass wir auf Augenhöhe sind mit denen. Das hat wirklich überhaupt nicht geklappt. Da merkt man, dass wir noch einiges zu tun haben. Gegner wie Bielefeld sollten wir aber trotzdem ohne Probleme weghauen. Gut, ohne Probleme ist vielleicht anders. In der 89. trifft Musiala. Aber Hauptsache Sieg. Wir halten den 5. Tabellenplatz. Aber der Abstand zum 4. Borussia Dortmund ist schon ordentlich. Ganze 6 Punkte und es bleiben noch 8 Spieltage. Ja, und jetzt spielen wir natürlich ausgerechnet gegen Dortmund. Auch das Spiel werde ich normal simulieren, um es spannender zu machen, damit ich vielleicht wieder eingreifen kann. Gegen die verkacke ich es dann halt hoffentlich nicht so wie gegen Bayern gerade. Aber vielleicht brauchen die mich ja auch einfach gar nicht. Unser Linksverteidiger schießt das 1-0, war da nach vorne mit aufgerückt. Komm, und jetzt noch ein 2-0 hinterher, das wär's. Zur Pause steht's noch 0-1. 45 Minuten bleiben noch. Von mir aus könnt ihr das Ergebnis auch einfach halten. Oder ich versuche das Ergebnis zu halten. Bin mir nur unsicher, ob das wirklich eine gute Idee ist. Gegen Bayern hat es ja eher so semi funktioniert. Das darf mir nicht schon wieder passieren. Und deshalb schießen wir jetzt einfach das 2. Tor. Cessik Nankam, da ist es! 2-0 in der 78. Und das geben wir nicht mehr aus der Hand. Hochkonzentriert verteidige ich alles weg, um dann Nadelstiche zu setzen durch zum Beispiel Jamal Musiala. Das 3-0. Das ist jetzt aber übel für Dortmund. Wir gewinnen im Signal Iduna Park mit 3:0. Erste Niederlage gegen Bayern und jetzt sowas. Und in der Statistik habe ich gerade gesehen, dass Dortmund einfach keinen einzigen Torschuss hatte im ganzen Spiel. Das gibt es auch nur in FIFA. Ihr seht es, in der Tabelle sind wir jetzt nur noch 3 Punkte von denen weg. Ein Jugendspieler will weg. 3 Jugendspieler wollen weg. Aber das ist natürlich der falsche Weg. Wir lassen den nicht einfach weg. Gut, der Erich Wolf, weg mit dem. Aber die anderen beiden kann ich nicht einfach weggehen lassen. Also weg mit denen aus der Fußballschule. Sie finden ihren Weg ins Profiteam, um sie dann direkt wieder wegzuschicken, und zwar auf Laie. Ja, ich höre schon wieder auf damit. Ich weiß, die hatten jetzt kein so hohes Potenzial, aber ihr kennt ja die Laien. Die werden da gern mal dramatisch nach oben geboostet. Und auf sowas hoffe ich halt. Und soll nicht viel Geld kosten, die uns ja auch nicht. Transferangebot für Sicker? Den will ich eigentlich nicht verkaufen. Vorher gehe ich ein auf das monatliche Scouting-Update. Wir haben ja mehr als genug Platz in der Fußballschule. Aber leider finde ich da niemanden. Jetzt zum Angebot für Sicker. Ich werde das Ganze delegieren, aber auf einen ziemlich hohen Preis. Ich glaube mal nicht, dass die da drauf eingehen. Für mich ist Sicker das perfekte Backup aktuell für die Linksverteidigerposition. Als nächstes treffen wir auf den Tabellenzweiten Hoffenheim. Die sind dabei bei der Abstimmung. Ihr kennt's. In der Videobeschreibung ist ein Link. Da könnt ihr mir sagen, welches Spiel soll ich selbst zocken. Und vergesst nicht, das hier sind die letzten 3 Partien. Ich denke mal, sie sind da noch besonders interessant. Bremen, Freiburg, Mainz. Dann haben wir natürlich noch Hoffenheim, Leverkusen, Frankfurt, Leverkusen im Pokal und Stuttgart. Das heißt, in der nächsten Folge gibt es das Saisonfinale. Ich hoffe, wir erreichen die europäischen Plätze. Also zumindest der 6. Platz muss es doch einfach sein. Wir sind 8 Punkte weg vom 7. Wenn wir das noch herschenken, dann raste ich komplett aus. Ich hoffe, euch hat die Folge mal wieder gefallen. Ihr lasst einen Daumen da. Danke für euren kranken Support. Wir ziehen weiter durch mit der Duisburg-Karriere. Ich bin für heute erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Bert. Irgendwelche Wünsche und Vorschläge natürlich wie immer, schreibt sie in die Kommentare rein. Das etwas längere Video, was ich am Ende der letzten Folge versprochen hatte, hat sich jetzt leider nochmal verschoben. Es kommt höchstwahrscheinlich morgen dann. Das Video ist eigentlich schon fertig. Es gibt andere Gründe, aber das seht ihr dann im Video, warum es noch nicht kam. Letztes Video, anderes Video, Infocard. Ciao.